Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Bastelvideo. Beim letzten Mal haben wir die Naschtüte gebastelt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, und heute wollen wir sowas Ähnliches machen. Oben links eine Bastelanleitung und da seht ihr das dann, wie das geht, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Oder ihr schaut euch einfach mein erstes Video an, wie das funktioniert. Das war ganz einfach. Und das Gleiche brauchen wir heute auch, weil heute will ich mit euch eine schöne 3D-Karte basteln, wenn jemand mal krank ist, als Gesundheitskarte, gute Besserungskarte oder was euch auch einfällt, könnt ihr da basteln. Das ist sehr schön, oder? Die ist richtig niedlich. Da kann man hier so Tee reinmachen, 1, 2 oder was auch immer, was zum Naschen oder so. Das ist einfach nur die, einfach ein bisschen umgestaltet. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie das geht. So, als erstes brauchen wir ja das vom letzten Mal. Wie gesagt, oben beim I. Könnt ihr gucken, wie das geht. So, und als nächstes braucht ihr 2 halbe Blätter. Also nicht ganz, sondern halbe. Ich habe schon vorgearbeitet. Ich habe einfach hier einmal durchgeschnitten. 2 halbe. So, also ganze nicht, sondern halbe. Ihr könnt natürlich auch ganze nehmen, da wird es halt größer. Aber so groß muss es nicht sein. So, und als nächstes, wie ihr seht bei der Karte, habe ich hier so Doppelkarte gemacht, damit es schöner aussieht, ein bisschen auffälliger. Also muss das Weiße ein bisschen kleiner sein. Wir falten die erstmal beide in der Mitte. So. Und hier auch. Und jetzt sind sie gleich groß. So, also die Weiße wollen wir ja kleiner haben. Wenn ihr gerne die andere kleiner haben wollt, könnt ihr auch andersrum machen. Das geht natürlich auch, wie ihr möchtet. Ist euch überlassen. Aber ich möchte gerne Weiß außen und Gelb innen. Also schneide ich beim Weiß ringsrum ab. Aber vorsichtig, nicht hier hinten das abschneiden, weil sonst fällt es auseinander. Da hält sie nicht mehr. Einfach so ein paar Millimeter abschneiden. So wie breit ihr den Rand wollt. Könnt ihr auch gerne mit einer Schneidemaschine machen, wenn ihr eine habt. Oder per Hand, ist egal, wie ihr es wollt. Das schneidet ihr einfach einen Rand ab. Ihr könnt natürlich auch abmessen, wenn ihr es perfekt gerade wollt. Wie ich jetzt zum Beispiel, habe schon schief gemacht, wenn es schnell gehen muss. Machen wir es nochmal ein Stück ab. So. Einfach gerade abgeschnitten. So, und hier oben noch. So, und dann könnt ihr die Karte ineinander legen, dann seht ihr. So, den schnitzel ich mal weg, brauchen wir nicht. So, wenn ihr das jetzt ineinander legt, dann seht ihr, dass die was kleiner ist. Ihr habt einen schönen Rand. So sieht das dann aus. Und die klebt ihr dann einfach fest. Die Kleber ein bisschen drauf. Und dann hält das. Braucht eigentlich nur so ein bisschen am Rand. Die Kleber müsst nicht alles bekleben. Der Rand reicht ein bisschen grob im Rand. So, dann legt ihr das so mittig rein, überall Rand ist, drückt hier drauf, klappt dazu, drückt da wieder drauf und fertig ist das schon. So, und als nächstes kommt hier so unsere Naschtüte, die wir beim letzten Mal gemacht haben. So, die drückt ihr jetzt einfach so nach unten, so, dass sie gerade wird, dass sie keine Tüte mehr ist und so ein bisschen platter. Und dann nehmt ihr hier unten die Ecke und faltet die nach oben, so, dass es gerade hier unten ist. So einfach nach oben. So sieht es gut aus. So, und die könnt ihr jetzt hier reinstecken, dass man die gar nicht mehr sieht. So, und schon ist sie perfekt, würde ich sagen, oder? Das sieht toll aus. So, und die klebt ihr jetzt hier einfach auf die Karte fest. Einfach ankleben. So, klebt ihr das hier an. So, Kleber drauf und dann klebt das drauf, wie ihr es gerne möchtet. Mittig, höher, runter, wie ihr es wollt. Einfach festgeklebt. So, jetzt habt ihr das fest. Und hier kann man schon was reintun, was naschen, was ihr wollt, Tee, Kaffee, was es sein soll. So, und dann habe ich mir aus Zeitschriften ein paar Bilder rausgesucht, wie ihr seht. Hier Kaffeetasse oder Teetasse, wie es ist, kann man wie man es will nehmen. So, und dann habe ich mir noch einen Orangen gesucht und so und habe das mit drauf geklebt. So, ich habe natürlich schon vorgearbeitet, damit es nicht so lange dauert. Hier habe ich schon mal die Kaffeetasse. Wenn ihr eine Kaffeetasse habt, könnt ihr die auch kopieren, wie ich es gemacht habe. Ich habe die einfach mehrmals kopiert und da habe ich sie immer wieder, wenn es mehr braucht. Und die klebt man dann einfach hier drauf. So, dann habe ich noch Zitronen. Die habe ich mir natürlich auch schon vorher ausgeschnitten. Das sind auch dieselben, die habe ich mir auch kopiert. So, bei der einen Zitrone, da schneidet ihr einfach mal bis zur Hälfte, bei der ganzen zum Beispiel, die ihr habt, rein. Ihr könnt auch nur eine halbe nehmen, das geht auch, wie ihr habt, wie ihr dekorieren wollt. Und dann klemmen wir das einfach dran.
Damit das richtig echt aussehen soll, entweder schneiden wir hier die Ecke ab. Wir machen hier beim Kaffee, wenn der Kaffee aufhört, ein Stück reinschneiden, damit die Zitrone besser drauf passt. So hier so rein. Und dann schiebt man sie hier durch das Loch. Da sieht es aus, als wenn es richtig im Kaffee steckt. So, ein Stück zu klein, ein Stück größer machen. Die Zitrone ist so dick. So. So, machen wir das so rein. Und schon hängt sie fest. Schon sieht es schick aus. So. Und bei der Zitrone müsst ihr nichts machen. Die klebt ihr einfach irgendwo dran, wo ihr Platz habt. Und dann klebt ihr das einfach alles fest. Ihr könnt natürlich auch was anderes draufkleben, was ihr habt, was ihr findet in Zeitschriften, Zeitungen, was weiß ich, im Internet, vielleicht gibt es da auch was. Einfach mal gucken. Irgendwo hat man bestimmt mal was. So. Ihr müsst da nicht ganz festkleben, es kann ja richtig schön 3D sein, dass es so ein bisschen absteht an den Seiten. Nur so in der Mitte ein bisschen Kleber, dass hier ein bisschen absteht, hier ein bisschen absteht, hier ein bisschen. Genau wie bei der Zitrone, die mache ich auch nur so ein bisschen fest, dass er nur so reinguckt, dass er nicht ganz festklebt. So ein bisschen absteht. Na, jetzt klebt sie schon zu fest, soll sie gar nicht. So. So, das wieder rein ein Stück, man sieht. Und einfach hier so rein. Und da hat sie reingesteckt. So, und dann klebt das leicht an in der Mitte, damit es wenigstens hält. So, und dann trotzdem 3D ist. Und hier klebt er auch, macht er auch noch in der Mitte. Ihr könnt es auch ganz fest kleben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch was dahinter kleben, dass es so ein bisschen 3D ist. Ein bisschen Stoff. So, und schon ist die Tüte fertig. Das war's schon. Jetzt könnt ihr Tee nehmen, Kaffee, was ihr habt, egal was. Einfach alles rein. Hier zum Beispiel Kakao. Geht auch. Wie ihr möchtet. Könnt alles Mögliche reinmachen. Ja. Kakao, Tee, wie ich hier gemacht habe. Tee. Einfach rein. Ihr könnt was in Naschen reinmachen. Was ihr habt, ist egal was. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ihr freut euch schon auf das nächste Video mit mir. Wenn es wieder heißt, Bastel mit mir. Also, bis bald. Macht's gut. Tschüss.